So, let's go, ladies and gentlemen. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Rage. Oh mein Gott, letzte Folge war echt cool. Also zumindest von der Effizienz. Von der Effizienz. Richtig. Und jetzt ist dieses Ding richtig hart dran. Oh, Anfängersprung. Leute, ich bin kein Anfänger mehr. Ich bin ja wohl nicht mehr wirklich ansatzweise das, was man einen Anfänger nennen könnte. So. Ernsthaft? Hab meine eigene kleine Rennstrecke zusammengestellt. Lust auf eine Tour? Alles klar. Nichts Kompliziertes. Nur ein kleiner Kurs, auf dem ich gern Gas gebe. Wie wär's damit? Schlag meine Zeit, dann baue ich dir einen netten kleinen Turbo ein. Oh. Hast du Lust auf eine Runde? Okay. Ja. Viel Erfolg. Dankeschön. Aber ich hoffe, er weiß, dass mein Wagen schon ein bisschen aufgemotzt ist. Und ich glaube, dafür wurde es nicht vorgesehen. Aber, naja. Ist cool. Schlage Duras Zeit. 45 okay. Sekunden. Ja, ja, klappe. Alles bereit? Ja. Schlag meine Zeit. So. Also, es leckt wie... So, gut. Keine Lecks bitte mehr. Oh, man kann rechts oder links fahren. Ich fahr mal das. Oh. Oh, was zum Teufel? Wieso zum Teufel waren da. War das so ein kleiner blöder Bandit? Naja. Interessiert mich nicht. Sag mal, könntest du es mal aufhören zu lecken? Verdammte Hacke. Heiliger, mein Gott. Christus. 30624. Bitte. 15 Sekunden besser. Oh. Cool. Gleichfluss. Hoffentlich ist er besser als noch meiner. Oh ja, bitte. Wow. Sehr beeindruckend. Ja. Du bist ja ein echt. Ich bin ein Total. Warte erstmal, bis ich die Turbo eingesetzt habe. Yeehaw. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Ja, okay. Ja, vielleicht ist es ein bisschen besser. Hat Boom gemacht. Oh, oh, oh. Hoppala. Entschuldigung. Ist nichts passiert. Ist nichts passiert. Nee, nee. Ja, und? Wo sind die jetzt, die anderen? Haben die keine Lust? Komm, die müssen noch Lust haben. Ja, bitte. Ja, bitteschön. Und, wo ist der Letzte? Letzte? Wahrscheinlich auf der anderen Seite. Ach, nee. Ja, Mann. Oh, komm, ey. What? Alter, war das so ein Selbstmörder? Ja, sind fertig. So, und jetzt geben wir ganz schön viele Missionen ab. Weil wir ganz schön fleißig waren. Und könnt es bitte aufhören zu laggen. Vielen Dank. So. Ja, kann vielleicht sein, dass es vielleicht ein bisschen schneller ist. Ich weiß nicht. I don't know. No. So. Yeah. Wellspring. Du brauchst mehr Geld. Die Laden kaufen die Dinge, die man so im Ödland findet. Ja, bestimmt kein Sand. Weil sonst wäre ich ganz schön Millionär. Ein bisschen. So. Ja. Jetzt, Moment. Wo muss ich denn das hier abgeben? Ach so. Feldritkrater? Was? Bring das Feldrit zu Bürgermeister Clayton? Ah, okay. Gut. Genau. Gut, dann. Lop. Mutant, ne? Ja, gut. Ich glaube, die Mutanten sollten eher mich meiden, aber... Naja. Vielen Dank. So, hi. Ah, gute Arbeit. Ja. Da habe ich ja genau den richtigen gefunden. Wusste doch, dass die Banditen was planen. Und das ist der Beweis. Oh ja. Wobei das... Was auch immer sie da haben, ungefährlich ist es garantiert nicht. Okay. So viel ist sicher. Bitte bringen Sie es zu jemandem, der uns sagt, was es ist und was wir damit anstellen sollen. Zu wen? Wem? Der alte Quasier. Was für ein Irremit. Was? Intelligentes Kerlchen. Bringen Sie ihm die Probe. Was ist ein er kann Quasier? Sie sich ansehen. Sie testen und uns sagen, was die Banditen damit vorhaben. Alles klar. Aber rede nicht einfach mit jedem X-Beliebigen. Ich werde Quasier. Okay. Ich werde Quasier über Ihren Besuch informieren. Der so, und jetzt noch zu diesem Sheriff. Zu diesem unsympathischen Kerl. Ich mag ihn nicht. Ich mag ihn einfach nicht. So, no. So, Sheriff, ich bin wieder back in Hood.
Wieder mal hervorragende Arbeit. Ja. Dank dir sind wir diese fiesen kleinen Drecksbomben endlich los. Erstmal hier. Du bist wirklich eine große Hilfe. Ja. Gut, jemanden von deinem Kaliber hier zu haben. Das Größte, was man finden kann. Sprich mal mit Bürgermeister Clayton, er soll ein paar Jobs haben. Echt jetzt? Immer noch welche? Oh, okay. Alles klar, wenn er das sagt. Wird's wohl stimmen, hoffe ich doch mal. Außer findet es lustig, mich zu verarschen. Alter, der sieht doch voll irgendwie so aus, als ob er gerade zugedröhnt ist. Hey, hast du Jobs für mich? Sie waren noch nicht bei Quasius anwesend? Gut, nein. Mensch. Wo kann man hier was kaufen? Hier kann man noch irgendwas kaufen. Kaufen? Nein. Kaufen? Kaufen? Anschlagbrett. Oh, Heiliger. Mutanten zerstören unsere Wasserleitung. Wir brauchen einen Scharfschützen, unsere Arbeiter deckt, während er die Leitung repariert. Ah, okay. Hört sich cool an. Was? Du hast gerade das automatische Ladegerät für das Scharfschützengewehr erhalten. Jetzt ist dein Scharfschützengewehr halbautomatisch. Na, das wurde doch mal Zeit. Halleluja. So, und was jetzt? Weise deinem Fahrzeug schnell Objekte zu. Bla, ich hab sowieso... Oh, das hört sich nicht gut an. Ihh! So. Mann, verarscht. Oh, ich hab 256 Schaden. Sag mal, willst du mal... Danke. So. Oh. Oh, Mann. Gleich mit der Pistole. Naja, okay. Ich beginne zu schießen. Man immer auch... Ist er schon ein Bandit, nicht, oder? Nein. Ach, guckt euch mal den an. Guckt euch mal die kleinen, knuffigen Menschen an. Hm. Also wenn es jetzt... jetzt könntest du... Mein Gott, aufhören zu lecken. So, wie, warst du schon, oder was? Machst du auch was, oder schaust du nur drauf? Achso, er lötet. Okay. Oh, das sind aber ganz schön viele. So. Sind doch alle tot, Mann. Auf was schießt du? Mit einer Pistole. Sag mal. Wie, das war's schon? Ach, nee. Ah, okay, das war das Erste. Da ist ein Abwasserkanal. Da kann ich reingehen. Bestimmt. Also ich wette drum, da ich da bestimmt reingehen kann. Oh, nicht getroffen. Derzeit. Oh oh. Jetzt kommen sie aber schon aus mehreren Löchern. Wie knuffig. Ich glaube, die wissen nicht, mit wem sie es hier anlegen. Ich habe einen Bulletstorm Scharfschützen gehabt. Ich bin irgendwie so der Meister der Scharfschützen, außerdem ist das mein Lieblingsart von Gewehren. Ach, da auch noch. Oh. Auf was schießt du jetzt? Hä? Ach, auf den da hinten. Gut, gut. Kommst du auch? Nö. Hat keine Lust. Eieieiei, jetzt aber. Wie, was macht der jetzt? Ach, der steht da jetzt einfach so rum. Okay. So. Alles klar. Sieht doch ganz schön easy aus. Wie, und das war's schon. Also bitte. Also ein bisschen schwieriger hätte man es schon machen können. Ein bisschen. Also das war ja echt ein bisschen... Oh, okay. Gut. Ich will nichts sagen. Ich meine, ich helfe doch gerne. Ja, hat man gerade gesehen. Eskorte für die Karawane, gestohlene Ware. Die Wasted haben einen Schnaps, das sollen sie teuer bezahlen. Oh, finde den Schnaps und zahl diesen Bastard heim, dann werde ich dich fürstlich belohnen. Fahr nach Wasted zu Wasted. Wer schon zeigt diesen Banditen? Okay. Cool. Ein Vorschlag. Ich habe ein Geschäft vorzuschlagen, bei dem es um einen seltenen Bauplan geht. Ich lebe westlich. Wer Interesse hat, kann bei mir und du sollst keine Angst vor Banditen haben, denn das wird kein leichter Job. Bei Fellings Hacker. Oh, okay. Hacker. Säure die Kanalisation im Archengebiet. Du hast die Mutanten zwar die Beute weggenommen und sie verscheut, aber wir sind schon wieder da. Nein. Angeblich soll die Kanalisation im Archengebiet wieder voll von ihnen sein.
Okay. Wie? Du darfst keinen einzigen Mutanten am Leben lassen? Ich hab keinen einzigen Mutanten am Leben gelassen. Sonst schleppen sie wieder ihre Freunde wieder. Dann wirst du für deine Dienste bezahlt. Alles klar. Und das? Eskorte für die Karawane. Die Ausrüstung kann übers Ödland nach Gunberry gebracht werden. Die Gefechtsteilreise nach Gunberry ist das. Ein Scharfschütze müsste uns deckeln geben, damit es die Karawane durch das Gebiet schafft. Wenn du den Job annimmst, geht's sofort los. Verlockend. Verlockend. Ja. Gerne. Auf geht's. Ich stehe auf sowas. Ich stehe auf Scharfschützen. Arbeit. Oh. Was für einem Außenposten bin ich denn? Oh. Oh. Ey, das ist jetzt nicht mein Buggy, oder? Also, ich habe ja Verständnis für ein bisschen was, aber... Ey, ernsthaft, wenn das mein Buggy ist... Das ist nicht mehr lustig. Wieso fahrt denn nicht einfach ein bisschen schneller? Oh, oh, oh. Oh, oh. Das ist ziemlich uncool. Los, verdammter Mist. Sowas. Stirb. Tot. So. Stirbt. Sag mal. Wie, ist jetzt schon einer tot oder was? Naja, kann nicht sein, oder? Stirb. So. Boom, hat's gemacht. Oh, wow. Die Teile fliegen ganz schön weit. Wollte ich mal anmerken. Ist da echt einer, ist da echt schon einer gestorben, ey, meine Herren. Das ist aber echt gar nicht cool. Okay. Ich gebe euch Rückendeckung. Versprochen. Promise. Okay. Alter. Der hat verdammte Gatlings auf seinem Ding. Könnt ihr mal schießen damit? Ich hab mich da raus. Ich kann ihn nicht schon abschießen, gell? Nö. Oh, oh. Böse, böse, böse. So. Tja, das war's dann wohl. Och, er will mich noch im Liegen erschießen, der Kleine. Ach, wie süß. Und was macht der jetzt? Der fährt ihn jetzt eiskalt hinten her. Oh, no, 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 no. Oh, 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 Bombenautos. Oh, das ist gar nicht cool. Oh, das ist nicht cool. Also, Bombenautos sind wirklich nicht cool. Oh Gott, nein. Ätzend. Jetzt kommen die für mich auch noch. Naja, aber ich denke, dürften keine große Bedrohung sein. Ha, wo schießen die? Alter, liegen so viele Leichen, die ich, dingsen könnte. Rauben. Und das war's schon wieder. Mensch, Leute. Bisschen fordernder. Ein bisschen. So, naja, okay, gut. Ey. Beunruhigende Berichte. Und wie Sie alle wissen, sind Mutanten ja. Gefährlich und oftmals tödlich. So. Möchten ja, Sie wobei. Sich... Wir kaufen danach. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit Rage dabei seid. Mein Name ist Ben und ich sage für heute auf Wiedersehen. Tschüssi!